Hey Friends, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es nochmal einen Vlog, weil ihr das letzte Mal den Vlog echt gefeiert habt oder euch eben gewünscht habt, dass ich mehr hier auf YouTube auch vlogge. Und deswegen vlogge ich halt meinen Tag mit und ihr wisst, glaube ich, was heute passiert. Ich färbe meine Haare und das Ganze werde ich hier auf YouTube mitfilmen. Und Leute, ich habe jetzt schon so Angst. Ich habe so Angst. So Friends, wir fahren jetzt los. Ich habe jetzt schon so Angst, ihr wisst nicht. Ja, ich würde sagen, es wird ein sehr, sehr lustiger Tag. Finde ich jetzt sehr langweilig. Ja. Leute, er ist freiwillig mitgekommen. Ihr wisst, blond machen dauert. Ja. Aber ja. Auf jeden Fall, Leute, ich habe ein bisschen Angst, dass der Friseur sagt, verlinkt, dass der Friseur sagt, es geht überhaupt nicht, weil ihr wisst doch, ich habe doch vor einem halben Jahr, vor 5 Monaten oder so, meine Haare selber gefärbt, blond. Und die sind halt davon schon kaputt. Die sind ja da unten drunter blond. Ich habe Angst, dass er irgendwie sagt, ja, das geht nicht. Dann würde ich richtig heulen. Gar nicht! Hast du Angst, Schatz? Hast du Angst? Hä? Angst um dich? Ja. Ja, du. Okay, Freunde, wir sind jetzt in Singen in der Stadt. Jetzt müssen wir den Friseur suchen, weil um ehrlich zu sein, war ich da noch nie. Und Leute, ich habe so Angst, ich finde meine Haare irgendwie gerade voll schön. Leute, wir holen jetzt einen Parkschein. Leute, ihr wisst nicht. Ich will's doch nicht. Sollen wir doch gehen? Okay, lass gehen. Okay. Nein, das geht schon. Spaß, Leute, ich mach das jetzt. Ich muss positiv sehen. Aber kennt ihr das? Ich habe mir so genau das in den Kopf gesetzt, wie es aussehen soll. Hauptsache mein Nagellack. Und kennt ihr das, wenn es dann halt nicht genauso wird und dann man voll enttäuscht wird? Und ich habe voll Angst davor irgendwie. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich da. Ich habe einfach nur Angst. So, sie geht jetzt los. Angst. Färbt ihre Haare. So, das gibt jetzt irgendein Video danach. Hauptsache, sie schämt sich. Weil wegen Scheu und so. Ja, sieht echt nicht schlecht aus. Muss ich sagen. Ich habe meine Haare übrigens schulterlang abgeschnitten. Was? Ich habe meine Haare so kurz geschnitten. Okay. Okay, Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen holen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, Friends, wir haben jetzt Bananen gekauft. So, warum hast du jetzt Bananen gekauft? Jetzt essen will. Ja, das ist ja obvious. Das ist ja obvious. Auf jeden Fall, Leute, bei mir gesunden Salat. Ja, gibt hier keinen. Auf jeden Fall. Kauf mir noch was für Lea. Hol mir noch was für die Lea, ja? Gute Freundin. Mein Baby, ich muss dir sagen, ich muss dir ehrlich sagen. Was? Ja, film doch selber. Ja, okay. Jetzt sag. Wie filmst du? Du. Ja, okay. Das ist echt besser. Das Ding ist, ich habe mir jetzt gerade einen Salat geholt, sie holt sich Bananen, weil wir haben ja beide unnormal nervige Unverträglichkeiten. Und wir müssen noch was holen für Lea. Und sie kann essen, was sie will. Weil sie ist ja nicht so ein Opfer wie wir. Lea kommt gerade vom Friseur. Sie hat den kleinen Bügel von der Jacke mitgenommen. Oh, muss sie es zurückbringen. Sie ist so verpeilt. Hast du Essen gekauft? Wir müssen gerade noch einen Löffel holen, weil ich habe Babybrei gekauft, sonst kann ich es nicht essen. So, Friends, wir sind jetzt fertig. Kuba ist schon zum Auto gegangen. Was sagt ihr zu Leas Haaren? Zeig mal. Sie hat sie einfach so abgeschnitten. Aber es sieht so gut aus. Auf einmal, wir sind blond. So, Freunde, jetzt essen wir. Ob ich eine Ehrenfreundin bin, dass ich Lea Pizza mitgebracht habe? Ob ich ein richtig gesunder Mensch bin? Ja. Salat und Chicken. So. Nein, Leute, ich habe noch was Krasses gekauft. Bitte sag mir nicht, ich bin die Einzige, die das immer ist. Hätte ich es auch mitbringen sollen? Nein, alles gut. Okay. Das hat meinen Kopf eine Banane gemacht. Kannst du aufmachen. Leute, ich sehe so anders aus. Oh, ich dachte, der Löffel passt nicht rein. Ob ich das ganze Ding hier leer gegessen habe? Ja. Why not? Ob Lea da hinten los sitzt? Ja, ja, mein Bruder sitzt. Oh mein Gott, was ist das denn? ob ich gerade Bananen gekauft habe? Ja. Ob ich dumm bin? unser Kind da hinten. Baby,
Freunde, wir sind jetzt noch, also Kuba ist krank und Lea und ich stehen jetzt in Lidl. Keiner weiß warum. Einfach so. Ich hol Gummibärchen. Und ich hole auch Gummibärchen. Was? Was, Bruder? Er weiß nicht, was er tanken soll. Keine Ahnung. Was passiert, wenn man was Falsches tankt? Was passiert, wenn man was Falsches tankt? Dann geht's Auto kaputt. Oh. Ja. Oh, wir können da hin. Der gestartet schon seit 5 Minuten an uns vorbei, doch, wenn wir einsteigen wollen. Oh Mann! Ey, er ist so scheiße. Hast du gerade das Auto rausgehauen? Wie bitte? Tja, ich meine das so, wie ich es gesagt habe. Kannst du bitte aufhören, meine Freundin anzuschreien? Entschuldigung. Was? Sag jetzt Entschuldigung, das muss sonst ich sagen. Sonst was? Sonst kannst du vielleicht aussteigen und laufen. Ja, okay. Ich esse Chips, weil Chips darf ich essen. Und ich habe gerade schon 2 so Dinger getrunken. Und ja. Das ist mein Freund. Wir gehen jetzt zu Mali und filmen ihre Reaktion. Gut zu machen. Ja. Lass sie zu. Und jetzt mach sie auf. Mika sieht ja ganz anders aus. Aber es ist schön. Willst du mal anfassen? Geh mal zu Mama. Mama, mach mal die Augen. Warte mal, die kommen erstmal her, wir filmen gerade. Okay. Willst du mal anfassen? Wie findest du es? Wie findest du die Haare? Gut. Willst du mal anfassen? Aber hier oben sind sie noch ein bisschen schwarz. Ja, ich habe sie nur hierher gemacht. Warum? Einfach so, sehen wir jetzt gleich aus. Ja, bei mir sind die Haare auch ein bisschen oben dunkel. Ja, stimmt. So, Friends, ich kann es mein Gesicht nicht filmen, weil ich sehe echt kacke gerade aus. Aber ich habe das Ende fürs YouTube-Video vergessen, deswegen sage ich das jetzt einmal. Danke fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Daumen nach oben und folgt mir gerne mal. Auf Instagram ist jetzt das Bild zu dem Look hier online. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!